Cyberpunk 2077. Das letzte Mal sind wir in Night City angekommen, waren jetzt ein halbes Jahr unterwegs mit Jackie, haben da übrigens schon ein bisschen was erlebt. Wir haben ja 1%. Du hast die erste Runde überstanden, aber Night City hat eine neue Herausforderung für dich parat. Jetzt musst du zeigen, ob du ihr gewachsen bist. So, und wir können Und? jetzt hier das Tutorial mal machen. Weil ein Kampfsplitter, wer weiß. Klar, kann nicht schaden. Wo ist das eigentlich, wo wir das Knarren einstecken? Und das Seite haben die da einen Slot? Das Auge? Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Control. Beurteilung aufgezeichnet. Normale Tür, aber alles bewegt sich. Also ein bisschen Assassin's Creed damals. Diese Gebäude der Älteren. Hier runterfallen? Ne, ich kann die Richtung laufen, passiert nichts. Tschau's. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit, hier ein paar Ärsche aufzureißen. Ja, natürlich, bin ich. Kampfrunter. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Waffen sieht schon ganz geil aus. Waffen wegstecken, 2 Y. Okay. Ich wusste, damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Gerne. Nicht übel. Aber es ist realistischer, wenn das Ziel sieht. Steh nicht rum, geh in Deckung! Genau, mit B können wir. Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Ja. Ah, okay. Zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chums dabei. Du weißt, was zu tun ist, Pete. Okay, wir können auch hier getroffen werden, türkischen Kopf. Der vor allem ist das die ganze Zeit. Klein mehr Schaden für mich. Der Heil ist übrigens auf 60 oder hoch, also irgendwie, weiß nicht, ob auf 10er wieder hochgeheilt wird. Ziehen leicht ist es eigentlich. Super Arbeit, B. Stell dich auf die Plattform, dann geht's weiter. Okay, gerne. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. Gewürzt? Na gut, dann schauen wir mal, was deine Würze so bringt. Also wie gesagt, wir haben sehr schwer. Das heißt, wir kriegen sehr schnell viel Schaden. Mal gucken, wie lange wir es durchhalten. Ich hoffe, dass wir immer alternative Kampfmechaniken durchsetzen können. Das heißt also irgendwie Hacken und Schleichen. Dann ja, können wir halt nachkämpfen und solchen normalen Kampfzwischenfällen entgehen. Aber mal, ich weiß nicht, wie es läuft. Keine Ahnung. Wir haben den Scanner, genau, den haben wir schon gehabt. Was haben wir hier? Wir haben Laptop, Roboter, Kamera, Server, Windner, irgendwas zum Aufnehmen. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen einsetzen. Wow, Konzernsprache lässt sogar hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Okay, wir gehen auf den Bildschirm und jetzt haben wir hier Ablenkungsmanöver und Ping.
Schlacht ausgeführt? Zahnrot. Stil vor Substanz. Gut, jetzt schalte ihn leise aus. Also oben sehe ich auch diese Teile, die wir brauchen zum Hacken. Oder Lebensanzeige. Okay, er gehört dir. Schalt ihn aus. Mit X packen. Dann können wir ihn töten oder nicht töten. Takedown. Y also. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Haben wir ein bisschen Hitman. Lass tote und bewusstlose Gegner an bestimmten Orten verstecken, um zu verhindern, dass weitere Gegner auf dich aufmerksam werden. Na, bitteschön. Hitman. Gerne, gerne. Okay. Jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Einer flüssigen Bewegung. Heißt, wir können den nehmen und gleichzeitig dann reinwerfen. Packen. Und Takedown und verstecken. Okay. Tschüss. Bestimmt sterbt ihr nicht. Das ist wie bei Batman. Alles auf entspannt. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß. Okay, wir sollen erstmal Kontrolle über die Kamera gewinnen. Quick Hacks. Komplexe Szenarien. Fortgeschrittene Quick Hacks ermöglichen es dir, die Umgebung und sogar Gegner zu deinem Vorteil zu nutzen. So, Gegner manipulieren. Selbst wenn du bereits die Kontrolle über eine feindliche Kamera oder einen Geschützturm hast, kannst du weitere Geräte oder Gegner durch Quick Hacks manipulieren. Das heißt, wir können immer hin und her springen. Das macht es natürlich spaßig. Setzt natürlich voraus, dass wir irgendwo geschickt versteckt sind. Und hier haben wir ein Breach-Protokoll. Nehme an, das heißt, dass wir auf den zugreifen können. Eisbrecher. Okay, was macht das? Breach-Protokoll. Zum Hochladen des Eisbrecher-Demons musst du dessen Codesequenz nachbilden, indem du Zeichen aus der Codematrix auswählst. Die von dir gewählten Zeichen sind im Puffer sichtbar. Ja, Moment. Wir haben eine Matrix. Wie läuft denn das hier ab? Einfach die Zeichen finden darin oder nach einem gewissen Muster das machen? Wir haben hier eine 55 und hier eine 55. Warum nehmen wir die obere? Weil wir es können. Okay. Dann sollen wir noch eine 55 wählen. Guck mal, wir gehen hier wirklich so. Jetzt zünde die Granate. Okay, und jetzt können wir ihn auswählen und. Dauert ein bisschen. Eieieiei. Cool. Siehst du, einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen. Wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Na doch, zum Handeln. Zwei hat es doch gesagt, oder? Brauchst du eine Einladung? Ja, Entschuldigung, ich mach's ja. Mensch, ist die Furcht mit einem. Okay. Ist unserem Kopf nur. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. Oh Gott. Da gab's bei mir, als ich das erste probiert hatte, Probleme. Ich hoffe, das geht jetzt alles. So, um ein Ziel mit deiner optischen Cyberware zu markieren, ziele rauf und drücke RB. Ja, sehr gut. Das ging nämlich das letzte Mal nicht, diese beiden kleinen Pfeile. Das heißt, wir haben die vorgemerkt. Okay. Die sich nicht bemerkt haben, setzen ihre Routine unverändert fort. Achte daher gut auf ihr Verhaltensmuster, nutze dieses Wissen, mich an ihnen vorbeizuschleichen. Aber was ist mit Leuten, die mich entdeckt haben? Das ist doch viel interessanter. Die haben mich einmal entdeckt und das heißt dann, die laufen anders lang oder nach einer gewissen Zeit. Das ist für mich interessant. Wir sollen hier in die Mitte gehen. Triffst du das Sichtfeld eines Gegners, füllt sich seine Alarmanzeige. Ich nehme an, das ist dieses... Genau. Ja gut, ist dummerweise relativ viel davon ist das weiße Auge, dass man es dahinter kaum erkennen kann. Wäre eigentlich cooler, wenn das Auge drüber wäre. Na gut, gerechtzeitig Entdeckung, dass ich bemerkt. Okay, Entdeckung, schnell. Nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Na, das Problem ist doch gerade, das kann ich... Ah, guck mal, in der Position kann ich... Normalerweise habe ich keinen... Warte mal, habe ich hier ein...
zur Seite gucken muss, aber hier in dem Modus geht das. Ich muss hier einfach schnell langschleichen. Der sieht mich, es fühlt hier sich. Hier geht's um Tarnung, wie. Schon meine Ninja-BD erlebt? Genau so. Ich will an dem vorbei. Alles gut mit dir? Bist du denn rund oder nicht? Darf ich die ausschalten? Ich glaube nicht, oder? Hat der uns auf dem Schirm, denke ich mal. Komm, geh mal einfach in die Richtung. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Echt, das war sauber? Ich wollte jetzt eigentlich mal testen, ob das entdeckt ist und danach hätte ich getestet, wenn man den ausschaltet, ob das dann irgendwie zählt. Schade. Sicherheitssysteme. Halt die Augen offen nach Sicherheitssystemen wie Geschütztürme und Überwachungskameras, die Alarm auslösen und Gegner deine Position verraten können. Okay. Jetzt nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Das geht gerade in unsere Richtung, okay. Oben sehen wir zumindest auch so diesen Bereich. Wenn ich hier hingehe, sehen die mich dann? Einfach mal so gucken, was die können, die Systeme. Hier sollte mich keiner sehen. So, markiere die Kamera. Gut, da war ich aber schon beim Ausgang. Markieren vergessen, sonst hätte ich das. Hast du gut gemacht. Stell dich auf. Naja, so gut war das nicht, aber. Raus. Wir wissen zumindest, wie es geht. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Bin ich kleiner Wurm, aber egal. Gut. Fortgeschrittene Kampftechnik. Grauer Wurm, nicht kleiner. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Ja. Gut. Kann man den vielleicht packen? Okay. Ich weiß nicht. Also das ist auch wieder so eine Frage bei so Schleichdingen. Manchmal kann man stärkere Gegner immer packen. Also egal, stärker oder schwach. Und bei manchen ist es so, dass stärkere Gegner eine erhöhte Resistenz haben, dass es überhaupt nicht geht. Lass mal gleich sehen, wie das funktioniert. Okay, nicht. Starke Gegner packen. Gegner mit bedeutend höherem Level. Kennzeichnet mit dem Symbol Totenschädel. Ach so. Beantwortet das die Frage von ein paar Folgen. Können sich mit Leichtigkeit aus deinem Griff befreien. Sie lassen sich nur äußerst schwer neutralisieren. Darum sollst du vorsichtig sein. Alles klar? Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt. Ja, jetzt kommt ein Hase oder so. Okay. Schnellangriff. Drücke RT, um einen Schnellangriff auszuführen. Eins. Zwei. Schnelle Angriffskombos. So, um eine Combo aus Schnellangriffen auszuführen, drücke RT, während der vorherige Schnellangriff ausgeführt wird. 1, 2, 3. Halte RT gedrückt, um einen schweren Angriff auszuladen. Dann, um ihn auszuführen. Laden. Lader. Laden. Ausdauer. Fortlaufendes Angreifen deines Gegners kostet dich Ausdauer. Schnelle und schwere Nahkampfangriffe verbrauchen unterschiedlich viel davon. Achte hin und wieder auf den gelben Ausdauerbalken am oberen Rand deines HUD. Blockende Gegner. Dein Gegner ist in Abwehrhaltung. Greif ihn an, um zu sehen, wie deine Angriffe ihn beeinträchtigen. Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal. Der nächste Trottel kann blocken. Ausdauer mehr. Da kannst du schon halt wehren. Blocks durchbrechen. Schnellangriffe fügen einen blockierenden Gegner keinen Schaden zu. Nur schwere Angriffe können seine Abwehrhaltung durchbrechen. Okay. Also, uff. Alte LT Abwehrhaltung. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Eins. Du sollst nur zwei, blocken, nicht zuschlagen. Zwei. Ja.
Ausdauerkosten fürs Blocken. Jeder Angriff, den du blockst, kostet dich Ausdauer. Wenn deine Ausdauer auf 0 fällt, wird deine Abwehrhaltung aufgehoben. Okay. Das würde ich jetzt total zerstören, oder? Angriffe blocken. Schwere Angriffe deiner Gegner können deine Abwehrhaltung ebenso durchbrechen wie deine schweren Angriffe ihrer. Okay. Wir müssen es ja machen. Eins. Ja, genau. Entspann dich mal. Robo. Gegenangriffe. Drücke bei einem eingehenden Angriff LT, um kurz vor dem Treffer den Angriff abzuwehren, automatisch ein Gegenangriff auszuführen. Okay, wie spät brauchen der wir das? Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Ah, okay, das war's. Gelbe Soße vor allem. Zu spät. Zu früh, Mensch. Das war okay. Ja, schön. So. Eine Richtung drücke zweimal schnell B. Lustig. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Aber B ist auch schleichen, das ist doppelt blöd, oder? Na komm, setz alle bisher gelernten Techniken ein, um den Gegner zu neutralisieren. Na dann. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junger Novize. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Katana. 111,8 SPS, Schaden, Angriff pro Sekunde, Klingenwaffe. Scharf und tödlich, pass bloß auf, dass du dich nicht schneidest. Die Nahkampftechniken, die du gelernt hast, können auch in Nahkampfwaffen wie Katars eingesetzt werden. Na dann. Okay, mal schnell. Ah, und Gegenangriff. Ah, sehr gut. Starker Angriff. Oh, geil. Das schnetzelt ganz schön. Gut. Zeig mir, was du gelernt hast. Abschließender Test. Du bist mit einer Reihe an Waffen deinem Cyberdeck ausgestattet. Du trittst. Du hast nur verschiedene Arten von Gegnern, die du aus deinem Training kennst. Neutralisiere sie auf beliebige Art und Weise. Alle? Alle? Hallo? Können wir bitte uns erstmal einigen drauf, dass es nicht blöd ist? Ich würde. Hab ich eine Tankerfahrer? Natürlich, ich schalte das mal hier reinrennen. Während mehrere mit Waffen da sind, alles klar. Super. Dankeschön. Du machst das echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Okay, sorry, das war erst mit dem Schwert. Ich dachte, ich muss damit anfangen. Haben wir alles? Ja. Viel Glück, wie? Mein Name? Okay. Gut, damit haben wir alles geschafft. Hey, hey, hey. Hätte schief gehen können, weil, hallo, werden die wegrennen mit Katana? Weiß ich nicht, ob das die cleverste Wahl wäre. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. So. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Bin ich mal gespannt, was das hier gleich für ein toller Job wird. Sehen wir es durch. Jackie voll. Hier lang. Hallo? Missionsanfang? Erstmal umgucken, was es hier so gibt. Eines. Okay, also gegen Nahkampfwaffen würde ich definitiv Fernkampfwaffen bevorzugen. Gerade wenn du nicht so schnell bist, mit denen ist es sonst echt blöd. Mehrere Gegner. Deswegen hoffe ich, dass wir jedes Mal im Zweifelsfall irgendwas anderes machen können. Deus Ex hat da echt Möglichkeiten gegeben. Da brauchte man nur in Bosskämpfen mal Leute wirklich mit aktiven Waffen zu schädigen. Ich begrüße sowas. Dass alternative Spielstile gefüttert werden. Oh, hier ist was. Panzerte Psycho-Bomberjacke aus Sündgewebe.
Ich komme ja gleich. Ich will noch mal kurz gucken. Hallo, hier ist auf ein geiler Shit. Mal hier. Anstellen, irgendwelche Spielchen, die ich treibe. Cool wäre noch, wenn der irgendeine Kamera hätte oder so. Also hier eine Taschenlampe oder irgendwas. Das fehlt mir ein bisschen bei dem ganzen Zeug. Und Technikkram. So eine. Die sollten doch irgendwas haben, dass ihre Augen auch immer leuchten können. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Okay, T-Buck. Team. Charmant. Okay, ich dachte, es ist was Geklautes, aber die gehört. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. Gut. Ist dabei. Ich würde gerne mal speichern, glaube ich. Was ich nicht kann, sondern wahrscheinlich erst, wenn der Aufzug fertig ist und da ist. So, hier würde ich gerne mal speichern. Weil wir noch nicht wissen, was hier so Interessantes passieren kann. Achso, was ich nochmal nachschauen wollte mit euch zusammen ist, haben wir denn inzwischen... Rucksack ist relativ voll. Können wir irgendwas anderes auswählen an? Rüstung. Körper zum Beispiel. Requirements. Okay, das muss ja Stufe 2 sein. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Bounce Back. Weiter. Entschuldigung. Wir müssen erstmal ein bisschen was auffinden. Ganze Schoße untersuchen. Was können wir wieder kaufen? Spunky Monkey. Out of Order. Oh, die Musik. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein. Aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Beeilt euch. Geht sie rein. Versucht die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Will? Erstmal weiter gucken, Leute. Wenn wir irgendwas Tolles finden. Ich wiederhole mich ungern, aber es wäre cool, irgendeine Art von Lampe zu besitzen. Okay, die Tür ist markiert. Wir wissen, Matrix-artig müssen wir drauf zugreifen. So, wir machen natürlich, was wir gelernt haben. Jetzt leise. Sagt er und schleicht nicht. Okay. Also, was ich auch sehr gerne mache, ist viel speichern. Ich weiß nicht, ob es immer zurückgespeichert wird an, zurückgeschickt wird an letzten Checkpoint. Das ist mir nicht ganz klar, aber werden wir demnächst auch feststellen. Beute. Kann ich bitte erstmal hier mich umgucken? Jetzt gekocht wurden, noch sehr aktuell. Auslage, definitiv hier, also wurde hier vor kurzem was verkauft und auch gegessen. Ja, ich gucke mir gleich die Chica an. Entschuldigung, wenn ich erstmal mich hier kurz umgucken möchte. Meine Güte, ey. Hier zum Beispiel, was haben wir denn an E-Mails? Frischfleisch. Vergessen nichts, du bist so gut wie tot. Von Victor an Blaze. Wenn ich hier noch einmal einen deiner Leute sehe, droht ihm Schlimmeres als nur ein verstauchter Kiefer. Das ist keine leere Drohung, versuch es nur, ihr Fixer. Oh. Das ist weise. Beim Scannen gelb markierte Objekte erhalten wertvolle Tipps. Oh, guck mal an. So, Notfälle auf Abruf. Wie konnte das passieren? Wann und warum haben wir als Gesellschaft entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist? Ein Luxusartikel. Meine Mutter starb mit 45 Jahren. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hätte sie nur die billigste Traumateam-Versicherung gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet. Aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate
vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Das Konzept der privaten Gesundheitsversorgung ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Bereits im Jahre 2020 bestand weitgehende Einigkeit, dass 500 Euro Dollar pro Monat ein fairer Preis für eine Traumateamversicherung ist. Gesundheit war schon damals nichts, das man einfach erhielt, sondern etwas, das man sich verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt ja keine Alternative, dachten wir. Bullshit. Überqueren wir doch einfach den Pazifik und werfen einen Blick auf die UdSSR, wo es ebenso hochspezialisiertes medizinisches Personal, nanochirurgische Präzisionsgeräte, spezielle Antikörper, intravenöse Sonden, unzähliges mehr gibt. Notfall-Lufteinheiten mit modernen AVs, die mit Kryokammern ausgerüstet sind, haben die auch. Wo also liegt der Unterschied? Darin, dass sie ihre Leute nicht auf den Straßen, in Läden und in ihrem Zuhause zum Sterben liegen lassen. Sie zwingen niemanden dazu, das eigene Leben bei Konzernen zu kaufen, als würde es denen gehören. Ein gutes Gesundheitswesen ist keine unerreichbare Utopie. Es ist Realität. Auf der anderen Seite steht Traumateam, das seine Versicherten sowohl als potenzielle Patienten als auch potenzielle Verkaufsartikel betrachtet. Sie retten nur Leben, weil sie davon profitieren. Ein gerettetes Leben ist quasi ein wiederkehrender Kunde, weil natürlich der Tod eines Klienten ebenfalls Geld in die Kasse spült, zum Beispiel in Form von Organ- und Implantatweiterverkauf. Nur ist hier der Gewinn deutlich geringer. Ein Notfalldienst kann sich nicht leisten, seinen Managern Gründe zu liefern, dessen Kunden für kurzfristige Überraschungsgewinne umzubringen. Sicher werden sie jetzt entgegnen, dass medizinisches Personal doch immer auch von hippokratischen Eid geleitet wird. Ich bitte sie. Okay, da wissen wir schon, wie das hier aktuell läuft. So. Wir gucken uns die gleich an. Meine Güte. Lass uns doch erstmal ganz kurz hier ein bisschen... Okay, die haben ja einiges an Operationen gemacht. Überwachungssysteme haben sie auch. Ja, chill doch mal. Hat ich jetzt Gegenstände überall gesehen da hinten? Was? Schachtel. Es ist blöd, dass X aufnehmen und X untersuchen alles doppelt ist. Dadurch werden wir manche Sachen fälschlicherweise mal aktivieren. Bounce back. Moment, Medizin. Sieh nach, ob sie es ist. Okay. Hey ho. Augen entfernt. Irgendwas, mehrere Messer. Nicht reingesteckt. Wer weiß noch, was noch mit dem kriegen wird? Untersuchen. Die Cyberware sieht zu billig aus. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Das heißt, sie also nicht. Krankenschwester? Suchen wir weiter. Eine Krankenschwester, würde ich sagen. Wir speichern. Und damit ist diese Mission definitiv, oder diese Folge auch mit, ab 18. Tür wieder hacken. Zieh mal die Waffe. Wie? Achtung! Pendejos vor uns! Erledige ihn leise, wie? Schön, wie die Musik runtergeht. Die wissen also, wenn wir das lesen. Cyberware, Anwendung und Nebenwirkungen. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich obsolet geworden ist. Ripper Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen, großen C bis zu bestimmten Bereichen des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre bei Traumateam gelehrt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute, kurz vor Ende des 21. Jahrhunderts, sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unseren Körpern zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist. Aber damit endet es nicht. Obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im Großteil unseres Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleineren Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberwehrabstoßung. Bei diesen wenigen Unglücklichen
können diverse Komplikationen auftreten. Allerdings kommen die folgenden am häufigsten vor. Erstens, Immunreaktionen. Der Körper stößt das Implantat ab, wodurch kontinuierlich Narbengewebe wuchert, was zu Schmerzen und Entzündungen des umliegenden Gewebes sowie möglichen Störungen der TEC-Schaltkreise führen. Zweitens, psychologische Nebenwirkungen. Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn hervorzurufen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Apathie, Halluzinationen sowie der plötzliche Anstieg suchtinduzierter Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Wetten. Drittens, Implantatüberabhängigkeit. Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass sie sich an ein bestimmtes Implantat gewöhnt. Manche Berichte sprechen von permanenter Erblindung, nachdem Patienten versuchten, ihre Kiroshi-Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Okay, also der Körper will unbedingt dieses Implantat behalten und nichts anderes ist daneben mehr möglich. Was können wir als Konsumenten und Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun? Uns ganz von kybernetischen Verbesserungen fernhalten, weil eine Chance von 0,5% besteht, dass wir unser Augenlicht verlieren? Oder unsere gesamte Ersparnisse lieber im Casino verspielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Cyberwahre Technologie verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all diese Was-wäre-wenn-Argumente unserem besten Interesse entgegenwirken. Der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberware, die Sie erwerben möchten, gründlich durch. Also auf gut Deutsch, kaufen Sie einen guten Scheiß. Okay, wir gehen auch trotzdem mal. Ja, ja. Ich will trotzdem diesen Raum noch ein bisschen erkunden. Ob irgendwas ist. Können wir was zu dem finden? Leiche. Ach, der ganze Rückgrat. Eieiei. Das Erschel. Weißt du was da? Da ziehen sie wahrscheinlich hier, ja. Diese Cyberwirbelsäule wird rausgezogen. Kann man jetzt eigentlich hier nochmal reingucken?